hier drei Vergleiche zwischen Mechanik und Elektromagnetismus. Das Newtonsche universelle Gravitationsgesetz erinnert sehr stark an dieses Gesetz von Coulomb. Hier berechnen wir eine Konstante mal das Produkt der Massen geteilt durch das Quadrat einer Distanz und hier berechnen wir eine Konstante mal das Produkt der Beträge von zwei Ladungen geteilt durch das Quadrat einer Distanz. Ein Gravitationsfeld ist dem elektrischen Feld einer negativen Ladung sehr ähnlich. Hier werden Massen zu dieser zentralen Masse angezogen und hier wird ein Coulomb von dieser negativen Ladung angezogen. Diese Feldlinien sehen sehr gleich aus. Die Feldlinien von einem Gravitationsfeld auf einer kleinen Fläche können als parallel angesehen werden und somit gleicht dieses Gravitationsfeld sehr dem Magnetfeld im Innern eines U-Magneten.